Testraum geben, wo Mesmer auf euch wartet und auf mich, in erster Linie mal auf mich, möchte ich euch ganz kurz ins Bild setzen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich habe nämlich ohne euch ein bisschen gespielt, aber nur, weil ich ein bisschen leveln wollte. Und zwar gibt es hier so viele Waffen in diesem Add-on, die ich alle nicht ausprobieren kann, weil meine Stats dafür nicht reichen. Und ich hatte mir vorgenommen, ey, ich möchte mal ein paar Stats hochleveln, wie zum Beispiel Glaube oder Stärke, um auch ein paar Waffen nutzen zu können, die ich normalerweise nicht anfassen kann. Wie habe ich gelevelt? Das heißt, ich zeige euch jetzt zu Beginn einen guten Weg, wie man viel Seelen innerhalb kürzester Zeit verdienen kann. Und das machen wir mal folgendermaßen. Wir gehen erstmal hier wieder raus auf die Hauptkarte und dann gehen wir in der Hauptkarte hier mal in diese untere Ebene und gehen in dieses Gebiet, in dem wir auch Moke platt gemacht haben. Hier war ja quasi der Eingang ins DLC. Und dann gibt es hier rechts die Palastallee. Und das ist ein guter Ort, um zu leveln. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Also, das Erste machen wir folgendermaßen. Ich habe ein Schwert. Und das ist das Schwert der Eldenbestie. Also quasi des letzten Gegners im Hauptspiel. Das ist das heilige Reliktschwert. Das kann man sich dann bei diesen Fingerleserinnen im Hub geben lassen für diese Seele. So sieht das aus. Und jetzt zeige ich euch mal, was man an dieser Stelle mit diesem Schwert machen kann. Ihr nehmt dieses Schwert, und dann lauft ihr ein bisschen nach vorne, stellt euch hier rauf. Ihr seht, da schlafen ganz viele Leute. Und jetzt drückt ihr einfach L2. Bitteschön. Das sind einfach 30.000 Seelen. So, das ist komplett lächerlich. So habe ich das gemacht. Ich weiß, das ist kein neuer Trick, den kennen alle schon, die Elden Ring gespielt haben, aber ich wollte es euch trotzdem noch mal ganz kurz zeigen. Die meisten von euch werden jetzt sagen, ja, öde, zeig mir was Neues. Ja, aber es gibt immer wieder Leute, die das noch nicht kennen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist, ich habe nicht mal den Talisman angelegt. Es gibt natürlich noch diesen Talisman hier, das ist der Goldskarabäus. Wenn ihr den noch anlegt während des Farmens, dann bekommt ihr noch mehr Runen und dann gibt es noch so einen goldenen Fuß. Den habe ich jetzt gerade nicht, aber den kann man sich auch kaufen. Ich habe, glaube ich, diesen anderen Fuß noch, der genauso aussieht und eine andere Farbe hat. Wenn ihr den noch einschmeißt, so als Consumable, dann erhöht sich auch nochmal die Anzahl der Seelen, die ihr bekommt. Das heißt, ihr könnt hier lächerlich schnell mit diesem Schwert leveln. Eine Alternative dazu, wenn ihr das Schwert noch nicht habt, weil ihr gerade vielleicht jetzt mit dem Hauptspiel angefangen habt, ist auch hier an diesem Ort einmal ganz kurz rasten. Dann nehmt ihr einen Bogen und dann geht ihr hier vorne hin und da seht ihr, da kommt so ein Gockel da raus. Dann schießt ihr so den Gockel einmal ab, jetzt habe ich natürlich nicht getroffen, dann am besten so durch den Baum. Im Idealfall trifft man so. Wenn man ihn einmal getroffen hat, dann dreht er völlig durch, springt von der Klippe und ihr kriegt über 10.000 Seelen. Dann geht er wieder ans Feuer oder an die Gnade, macht das gleiche nochmal. Einfach den Vogel einmal mit dem Pfeil anschießen und der springt dann, weil er wahnsinnig geworden ist, in den Abgrund. So kann man relativ schnell leveln, wenn man jetzt dieses Schwert noch nicht hat. Das habe ich nicht gemacht, um jetzt irgendwie imbar zu sein im Bosskampf, sondern das habe ich nur gemacht, weil ich mir dadurch so ein paar Waffen angucken konnte, die ich vorher einfach nicht spielen konnte, ohne jetzt ständig meine Skillpunkte umzuverteilen. Und ich habe halt, wie gesagt, zum einen dieses Reliktschwert einfach mal ausprobiert, dann habe ich Relanas Zwillingsklingen einmal ausprobiert und Melanias Hand konnte ich jetzt auch ausprobieren. Das macht einfach mehr Spaß, wenn man da ein bisschen Möglichkeiten hat. Ich kann jetzt hier auch diese Doppeläxte zum Beispiel nutzen. Da brauchte ich Stärke auch und Glauben auf 16. All die Sachen, die ich jetzt mal ausprobieren konnte, geht noch nicht für alle Waffen. Also hier zum Beispiel diesen Hammer oder so, da brauche ich 30 Stärke. Aber so, das habe ich gemacht. Hat jetzt, wie gesagt, gar nicht so viel geändert an meinen Fähigkeiten. Es ging jetzt nicht darum, den Boss irgendwie zu cheesen oder so, sondern wirklich, wie gesagt, darum, dass ich ein bisschen mehr Sachen ausprobieren kann. Sonst würde ich ja die Punkte auch ein bisschen anders verteilen und lediglich die Skills leveln, die ich auch brauche. Nee, Entschuldigung, ich wollte mich nicht hinsetzen. Ich wollte jetzt reisen. Wir gehen nämlich jetzt mal wieder zurück. Und wollen zu Mesmer gehen. Und der wohnt hier. Am westlichen Schutzwall, ne, hier. Da, Eingang zur dunklen Kammer. Okay. Wo gibt es denn die Füße? Daran mangelt es bei mir immer. Ja, aber die kann man auch farmen. Da gibt es auch Fußfarm-Videos dazu. Also diese goldenen Füße, die ihr nochmal einen Boost geben, die könnt ihr auf jeden Fall auch farmen. Ach ja, genau. Und da habe ich noch Folgendes gemacht. Ich habe mir dann noch mit dem Geld ein paar
Rüstung gekauft. Die bringen mir auch inhaltlich jetzt nicht überragend viel. Das ist viel so Fashion Souls gerade. Aber ich habe mir zum Beispiel die Radahns Löwenrüstung gekauft. Die gibt es dann auch bei diesen Fingerlaserinnen im Hub. Dann habe ich mir hier Relanas Rüstung gekauft und Malikets Rüstung. Die sehen einfach ein bisschen schnieke aus. Haben jetzt aber von den Stats nicht wirklich, bringen mir hier nicht große Vorteile. Ich hatte ja schon die Rüstung der Einsamkeit. Die ist durchaus ein bisschen besser als die von Radahn. Allerdings ist die Radahn-Rüstung sehr viel leichter, sodass ich glaube, dass das quasi Gewicht pro Schutz ist hier so ein bisschen höher. Das ist wie im Supermarkt, wenn man sich anguckt, was ist der Preis pro Gramm und nicht, was ist der Preis pro Packung. Und da, so ist das mit der Rüstung auch sozusagen. Was ist der Preis pro Schadensresistenz, den man mit Gewicht zahlt? So bin ich so ein bisschen rangegangen. Deswegen habe ich jetzt die Radahns-Rüstung angezogen. Obwohl die hier eigentlich, glaube ich, noch ein bisschen besser ist. Aber sie ist halt deutlich schwerer. Und so kann ich jetzt aber hier bei den Talismännern auf den verzichten, der mir hier eine höhere Traglast gibt. Den hatte ich nämlich sonst immer ausgerüstet. Das ist der hier, den Arsenal-Talisman, das Ausrüstungsgewicht. Den habe ich jetzt weggelassen zugunsten von Jubel des Blutes und diesem Drachen-Großschild-Talisman. Genau, und jetzt sind wir eigentlich fertig. Wir nehmen natürlich nicht jetzt dieses heilige Reliktschwert, wobei das auch ganz lustig wäre. Aber das letzte Mal hatten wir uns ja diese blutigen Rückhandklingen gelevelt. Und wir könnten auch eigentlich sogar Relanas Zwillingsklingen nehmen. Aber die fand ich jetzt nice. Mit denen haben wir gerade angefangen zu spielen das letzte Mal. Und deswegen belassen wir es dabei auch und nehmen die mal so zweiendlich und jetzt gehen wir rein. Let's go. Diese Schwerter, für alle, die letzte Folge verpasst haben, die habe ich in der letzten Folge geholt. Die liegen im DLC ganz zu Beginn hinter diesen ersten Ruinen, die man da trifft, ganz am Anfang des DLCs. Da ist so ein kleiner Schrein, kleiner Tempel, Baldachin. Und da liegen die einfach rum. Kann man sich holen. So, ich mache jetzt einfach mal. Let's go. Ah, falsches Timing. Oh, 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 das ging schnell. Oh Gott, wir müssen ja irgendwann, wenn wir tatsächlich in die Verlegenheit kommen sollten, den besiegen zu können, müssen wir ja noch diesen Typen beschwören, um die Quest weiterzumachen. Da muss ich jetzt mal gleich drauf achten, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt im Eifer des Gefechts hinkriege. Da liegt ja noch dieser Beschwörungs... diese Tafel da auf dem Boden, wo wir noch diesen Johnny da holen müssen. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege, okay. Musst du nicht unbedingt machen, die Quest geht so oder so weiter. Ah, okay, echt? Okay, das haben wir schon gesehen, das machen wir mal. Oh, fuck. Fuck, oh, Mart. Oh, fuck. Ja, alles klar. Machen wir genauso. Ah, fuck, die Stachellage. Oh, fuck. Oh, Gott, jetzt bin ich hier in der... Oh, fuck. Oh, okay. Alter Schwede. Da kam ich gerade überhaupt nicht in Phase 2. Wir müssen mal... Boah!
Quest geht weiter auch ohne Beschwörung, also kann ich easy den auch dann töten, ja. Na gut, dann ist er in Ordnung. Ja, da, den vierten, habe ich gedacht, ich kann in der Zwischenzeit eine... Ich bin immer zu gierig mit dem Heilen. Okay, das war ein Quatschversuch gerade. Okay, der zählt nicht. Da ging gerade original alles schief, was schief gehen kann. Warum ich nicht getroffen habe, ehrlich gesagt. Wieso treffe ich den nicht mit dem Skill? Ja, das ist jedes Mal, ignoriere ich den vierten. So wie Anthony Taylor, der den vierten Offiziellen ignoriert hat. Auch schon wieder viele Flasks hier verbraucht. Boy. Da brauche ich gar nicht mich heilen, ich Trottel. Kaum Schaden genommen. Das war's schon. Wo ist der Typ, den ich beschwören kann? Da. In vengeance for the flames, my blade I wield. Have I made it known? A cursed Mesmer. My clan's suffering. Their pain. All that they felt. Do you understand now? Ugliness. Hey Leute, das ist ja das Geilste überhaupt. Also mal abgesehen davon, dass wir den relativ schnell besiegt haben, was ich top finde. Aber wie geil ist das denn? Ich rufe diesen Typen und der ist schon tot. Und er steht, kommt nur, lässt seinen auswendig gelernten Monolog, den er seit Wochen mit sich rumträgt, lässt er kurz einmal los und haut wieder ab. Und er hat einfach nichts dazu beigetragen. Aber die Waffe ist krass, die macht halt, die, also der Blutungsschaden dieser Waffe ist ja Hammer. Die ist ja noch besser als die Katana. Das ist ja wirklich derbe. Also das ist wirklich gegen den eine sehr, sehr effiziente Waffe, muss ich wirklich sagen. Da habe ich wirklich relevant Schaden gemacht. Was ich halt ein bisschen enttäuschend finde, ist dieser Move hier, also das kann ich hier gar nicht machen, aber dieser L2-Move, wenn er halt diesen Wirbelwind macht, da habe ich ihn ja überhaupt nicht mitgetroffen, der ist ja immer an ihm vorbei geglitscht. Hast du viel in Arcane? Ja, 50, glaube ich. Was haben wir denn jetzt überhaupt bekommen? Feines.
Ah, jetzt können wir diesen Baum verbrennen. Jetzt können wir den Baum verbrennen. Da hatten wir uns doch auf der Karte. Toter Winkelasche. Wir gehen jetzt mal weiter in. Machen wir mal Geschicklichkeit. Ah, da steht er. Jetzt kann ich mit ihm reden. Geil. Was, welche habe ich da drauf? Ich habe blutige Rückhandklinge, schneller Schnitt. Habe ich drauf. Toter Winkel, die ist neu. Was macht die denn? Springt in die Nähe des Gegners und nutzt seinen toten Winkel aus, um ihn von der Seite zu verstümmeln. Die Eingaben bestimmen, von welcher Seite ihr zu. Okay. Ah, ist sie sogar besser als. Schneller Schnitt. Aber es ist doch beides der Talent. Das Talent ist ja gleich. Es ist beides toter Winkel. Na gut, wir nehmen die mal. Wie hatte ich die denn eigentlich? Auf was hatte ich die denn? Auf blutig hatte ich die. Ah, okay. Probieren wir einfach mal. Machen wir die wahrscheinlich dann auch auf blutig. Oh krass, wir kriegen Geschicklichkeit auf S, wenn ich die auf solide mache. Aber ich glaube, blutig macht ja dann logischerweise mehr Blutungsschaden. Wir sollten wahrscheinlich wieder bei Blutung bleiben. Machen natürlich weniger Grundschaden. Ja, wir bleiben bei blutig, oder? Frost. Vertig macht mir Raw Damage, aber Blutung hat mir Damage per Second, ja. Ja, wir machen mal blutig. Okay. So, und jetzt müssen wir mit dem reden, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der sehr dankbar ist. Hallo? Wieso kann ich die jetzt nicht zweihändig nehmen? So, jetzt reden wir erstmal mit dem. Hi, hi, hi. We meet again, I see. Comrade in arms. Upon his end. Did you see Mesmer's face? Was sublime. A very tangle of snakes. To think he dared call us savages. When he himself was most base of all. Also, pass auf. Er war ja gar nicht dabei. Er läuft jetzt durch die Welt und erzählt allen, er hat Mesmer umgebracht. Er hat ja nichts gemacht. Er hat wirklich einfach gar nichts gemacht. Aber er glaubt, er hat was gemacht. Ich glaube, er selber glaubt auch, er hat irgendwas dazu beigetragen. Und jetzt läuft er rum und erzählt all seinen Freunden, ja, ich habe Mesmer getötet, ich bin der krasse Typ. Er hat nichts gemacht. Okay, das stimmt. Flames. My blade I wield. If Mikala's redemption soothes the ache that throbs within, demanding blessed vengeance, then I wish not to be by him redeemed. Mhm, er ist richtig sauer. If Mikala's redemption, okay. Then I wish not. Okay, gut, er ist richtig, richtig sauer. Alles klar. Mhm. Ah, okay. Ja, weil ich ihn nicht angreifen kann. Ja. Ja, gut. Jetzt ist er halt weg. Jetzt ist ja nichts mehr, ne? Kann man einmal kurz mal hier. Reinschauen, ob hier irgendwas ist, aber nö. Ja, dann müssen wir wohl einfach jetzt weiterreisen. Okay, das ging jetzt schneller als gedacht. Schneller als gedacht.
Jetzt können wir direkt weiterlaufen und mit dieser Blume mal reden da. Die haben wir noch offen. Wir haben ja, hier haben wir auch noch jemanden offen. Irgend so ein richtig. Vielleicht gehen wir da mal hin. Da haben wir auch noch einen Boss. Und wir haben immer noch nicht das Kartenstück gefunden. Wir haben noch viel zu tun. Mesmer hat sein Volk verfolgt, aber nur, weil die Hornleute Marikas Volk in Töpfe gesteckt hat. Ich habe Schattenbaum Level 11, glaube ich. Ich glaube, ich bin 11. Müsste 11 sein. Ja. 11. So, gehen wir jetzt hier direkt zum nächsten Boss, oder was? Das sind natürlich immer so... Hier sind drei Bosse, guck mal. Das ist so eine Drei-Boss-Linie. Hier, guck mal. Hier, hier, hier. Wen machen wir zuerst? Den hatten wir uns noch gar nicht richtig angeguckt. Gegen die Blume haben wir schon massive... Die hat mich schon komplett genervt, diese Blume. Wir gucken uns erstmal den hier an. Da bin ich nur einmal kurz rein und hat mich noch für zu schwach erachtet. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen besser. Ich weiß nicht genau... Wir haben natürlich jetzt ziemlich viel Seelen, aber er hat ja auch ein bisschen gefarmt, von daher ist mir das jetzt egal. So, hier war irgendwas. War das? Konnte ich nicht hier sogar einen Pony nehmen? Ja. Da hinten, der hat nämlich... Ah, guck mal, der hat nämlich auch irgend so eine Reitgelegenheit. Okay, ich bin immer komplett in den... Ich glaube, ich mache lieber ohne Pony. Ich könnte jetzt mit dem Pony die ganze Zeit um ihn rumrennen. Aber ich mag diese Ponykämpfe nicht so gerne, weil da bin ich nur am Rumreiten und gebe ihm so ein, zwei... Ich glaube, ich mag lieber ohne Pony kämpfen. Ich probiere es zumindest mal aus. Wie er da angerannt kommt da hinten. Ein bisschen Security-Vibes, dieser eine Kampf gegen den... Hallo, ich bin auch ja, tatkräftig gerollt. Okay. Harte Verzögerung. Okay, der ist krass. Lass mich mal kurz überlegen, was ist gegen den? Mag der auch gerne bluten? Ist das ein guter Blutgegner oder nehmen wir da irgendwas anderes? Vielleicht Blitz? Ich probiere es einfach nochmal, das war jetzt für mich nicht gut gerollt. Ich verstehe diese L2-Attacke, habe ich noch nicht so hundertprozentig gerafft. Also er hat jetzt bislang weder gegen Mesmer noch gegen den Elefanten, das Elefantenschwein irgendwas getroffen. Ah, ich habe immer noch einhändig, oder? Warte, ja. Natürlich ein Problem. Ah, okay, das war dumm. Falsches Timing. Ja, wusste ich, dass das passiert. Kam ich nicht mehr hoch. Das hat weh. Okay. Ah, gefährlich. Ja, das war's. Ah, ich lebe noch. Mutiert nochmal hier auf irgendwas. Ach du Scheiße!
Wusste ich, dass das kommt? Fuck, da bin ich doch. Ah, no. Ah, der Fehler war, dass ich dem Turboblitzstrahl nicht ausgewichen bin. Ah, direkt wieder rein. Scheiß auch auf die Seelen, jetzt ist mir jetzt egal. Komm, das Tier ist mal zu holen. Okay, der hat eine fiese Verzögerung, da will man instinktiv eigentlich rollen, aber... Ja, okay. Die mischen das auch immer komplett anders ab, ne? Machen die mit Absicht, wann man rollen muss. Machen die schon mit voller Absicht. Manchmal hilft es ja auch bei Gegnern einfach, andere Builds auszuprobieren. Also zu sagen, ey, ich spiele jetzt mal mit einem fetten Schild oder ich gehe auf Parry oder irgendwas anderes. Wieso kriege ich trotzdem meinen Schaden, wenn ich in den rein dödel? Asche ist in erster Linie zum Ausweichen. Ja, das Gefühl habe ich auch, ehrlich gesagt. Das ist auch mein Gefühl. Dass es keine Offensivasche ist. Aber die Waffen sind ja eigentlich so schon ganz geil. Die ist sehr, sehr schnell. Kann man überhaupt da... Also kann man da überhaupt ausweichen? Jedes Mal die gleiche Scheiße. Okay, warte. Das wäre jetzt auch wirklich dumm. Erstmal müssen wir überlegen, ich kann ja auch aufs Pferd steigen, der ersten Attacke mit dem Pferd ausweichen und dann einfach absteigen. Das geht ja auch. Aber eigentlich will ich so nicht spielen. Es fühlt sich nicht richtig an. Die Talismane finde ich, glaube ich, sind okay. Wir haben... Das ist, glaube ich, alles okay. Könnte gar kein Problem. Ich... reite mit meinem Pferd ihm einfach entgegen. Okay, das klappt. Es ist einfach, hat überhaupt nicht funktioniert. Auch da komme ich nicht an der vorbei an ihm. Also wenn er einem erwischt, ist man tot. Aber ideal sind die Talismane gerade nicht. Ja. Ja, das mag sein. Aber der macht ja schon... Was ist das? Also dieses lila Zeug, ist das Magic Damage, was er da macht? Ich finde es schon okay. Wir haben das. Ist eigentlich immer gut, finde ich. Das ist auch gut mit Blut. Ja. Antje übrigens, vielen lieben Dank. Fancy Paprika ist schon 51 Minuten her, warte, da habe ich aber nicht aufgepasst. Gravitationsmagie. Physical Damage, ah, okay. Ich muss die Asche nochmal neu einstudieren hier. So, komm her jetzt. Ich will ja eigentlich nicht an seiner Schwerthand vorbei. Aber es ist unmöglich. Fuck you. Ja.
Der macht halt so brutal viel Damage. Wenn man einmal nicht rauskommt aus dieser Attack-Folge, dann ist komplett vorbei. Ich weiß nicht, wie ich am besten diesem Angriff ausweichen soll. Ihm sind ja auch die Bäume einfach komplett egal. Ah, geil, das hat komplett richtig gut funktioniert. Wusste ich, dass er das macht, ist mir egal. Zu früh. Da kam ich nicht mehr. Ja, das ist mies. Ja, fuck you. Fuck you. Oh Gott, da kommt man nicht mehr raus, ne? Weil ich kann gar nicht mehr aufstehen und irgendwas machen. Der ist ja auch ultra brutal schnell. Aber es gibt ja auch so leckere... Ich finde, wenn man einen Boss besiegt hat, kann man sich schon mal so einen kleinen Snack gönnen. Würdest du für 100 Bits extra sterben? Nee. Die Butterbrezel fehlt, stimmt. Gott, das krümelt voll. Scheiße. Krümelt alles voll. Ich brauche ein bisschen Power. Bin wie so ein Radfahrer, der kurz eine Banane isst. Aber ich meine, wir kriegen ihn. Ich hatte ihn ja schon beim zweiten Mal oder sowas. Oder was war beim ersten Mal so auf halber Lebensbalken. Dem kann man ja beikommen. Ich muss nur vernünftig seinen Attacken ausweichen. Das ist ja machbar. Es lag an mir. Natürlich auch Boss nach Boss ist natürlich auch schwierig. Für 200 Bits? Nein. So, let's go. Eben hat das Ausweichen super geklappt. Das gibt's doch nicht. Aber die 100, ich wette 200 Bits, dass du verlierst. Ja. Renmin, vielen lieben Dank, Renmin. Antje, es geht ab. 20 Monate, Antje, vielen Dank. Ach, das habe ich eben schon gesagt, ne? Ich vergessen. Bin so beschäftigt, mein Gehirn ist schon durch. Ist jetzt auch nicht so schwer, gegen mich zu wetten, finde ich. Das ist jetzt nicht so ein Tipp, wo ich sage, ja geil, das war ja mutig. Aber warte mal, wir kommen da hin. Ich bin ganz entspannt. Es ist unmöglich, diesem Scheiß auszuweichen. Die Geschwindigkeit ist einfach nur lächerlich. Einfach nur lächerlich. Ja, Mann, ich bin perfekt ausgewichen. Das zieht ihn einfach nicht. Das ist komplett lächerlich. Der Typ ist ja so krass, ey. Ah!
Ich krieg das schon hin, keine Sorge. Ich brauche auch keine Tipps. Ist nett gemeint im Chat, aber ich will das ohne Tipps schaffen. Die Spoiler-Policy, muss ich hier ab und zu nochmal erwähnen, ist folgende. Ich spiel's komplett ohne Tipps. Wenn ich Tipps brauche, frage ich. Ist total lieb gemeint. Ich weiß, ihr meint es nur gut, aber ich will es erstmal alleine rausfinden. Und dann, wenn wir in einer Situation sind, wo ich jetzt in einem großen Gebäude bin oder so, ein Schloss, irgendwas, und ich habe da viel schon erkundet, und mir droht aber irgendwas durch die Hände zu gleiten, was cool ist, und ich verlasse dieses Gebiet und habe keinen eigenen Grund mehr, da nochmal zurückzukommen, dann könnt ihr gerne sagen, halt, stopp, da war noch was Geiles und so. Aber ansonsten würde ich erstmal quasi tippfrei bleiben wollen und mir das selbst erarbeiten, weil das gibt mir, das ist, keine Ahnung, es fühlt sich einfach richtig an. Das ist total lieb gemeint, aber ich sag schon Bescheid, wenn ich komplett frustriert bin. Bescheid? Nein. Okay, da bin ich immer einen Tick zu spät. Und da auch. Wir wollen nur dein Bestes, ja, das weiß ich natürlich. Das weiß ich. Ich könnte noch mal. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt die anziehe? Oh, ich bin immer noch bei Mid. Obwohl körperlich ist eigentlich, das macht ja kaum Unterschied. Nee, die kann ich auch anlassen. Es gibt ja auch so. Ja, warte. Ich gehe erstmal wieder rein. Am Ende muss ich eh seine Patterns erstmal checken. Das Timing muss ich erstmal checken. Jetzt habe ich nur ganz wenig Schaden genommen. Ja, der ist meine Nemesis, also neben vielen anderen Attacken. Und das ist natürlich. Das ist auch Quatsch. Das sind 5 Attacken oder so, die der macht. Der hört ja auch gar nicht auf. Und der ist ja so mobil. Der dreht sich ja. Der ist ja quasi überall. Man muss ihn und sein Pony als eine Einheit auch betrachten. Der hat quasi Ponybeine. Mit seinen Beinen macht er ja nichts. Ja, zu früh. Ja, ich meine natürlich das. Ich sag Pony, aber ich meine natürlich Eber. Aber das ist ja auch ein Eber-Elefant. Das ist ja kein reiner Eber, der Elefantenstoßzähne. Ein Eber hat auch Stoßzähne, aber nicht solche Stoßzähne. Das kann ja nicht. Das ist ja größenwahnsinnig, so eine Stoßzähne als Eber zu haben. Lächerlich. Alter. Ah.
Ja, falsches Timing, meine Schuld. Och komm. Oh, das ist ein schwarzes Loch, was mich eins. Na, Alter, was ist das denn? Wieso kann der ein schwarzes Loch? Warum kann der sowas machen? Willst du auch alle optionalen Bosse machen? Ja, das wäre schon der Plan. Gravitationsmagie. Das finde ich eine sehr freche Geschichte. Vielleicht muss ich dann einfach ganz schnell wegkommen von dem. Von seiner Gravitationsmagie. Also der erste Angriff hier nervt mich hart noch, muss ich sagen. Hier diese Attacke, I don't get it. Lalalala. Das ist egal, was ich mache. Okay, der ist krass. Vielleicht sollte ich da irgendwas, vielleicht sollte ich mir mal Gedanken machen. Irgendwas anders machen. Bisschen rumprobieren. Parryen. Kann man so ein Schwein parryen? Na, das ist trotzdem lächerlich. Habe ich übersehen. Fuck. Dumm, hätte ich einfach weiter tanzen müssen. Alter, was? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir von Mesmer kommen und so ein Gefühl von so einer
von so einer leichten Beschwingtheit haben. Und dann gehen wir direkt zu diesem Eber und haben jetzt direkt ein Problem. Das hatte ich eigentlich nicht so als richtig empfunden. Gesicht. Na, das war der Nasenstüber. Ja, das ist der Tod. Ja. Das war der eine Fehler. Ich habe gemerkt, ich bin off im Timing und kam nicht wieder richtig auf die Schiene rauf. Ich kam nicht mehr in diese Schiene. Ich war ein unter dem Ton sozusagen des Rhythmus und dann kam ich nicht mehr rein. Weiß man manchmal auch schon vorher. Also ich finde, das war jetzt ein guter Try. Gerade zu Beginn jetzt haben wir den Attacken, sind wir den sehr gut ausgewichen. Wie meine ich mich? Ich habe das sehr gut gemacht. Aber ich mache nicht so viel Schaden. Ich muss mehr schlagen auch. Ich bin sehr am Ausweichen hier, aber... Hallo? Ja. Okay, kann ich einfach nicht mehr wieder rauf. Jetzt bin ich wieder in der Phase, wo ich trotzig werde, weil ich auch schlagen will. Zu früh. Schade. Ja, und tot. Ich kenne dich von Dark Souls 1 mit Simon, ja? Cedric. Habe ich Dark Souls 1 mit Simon gespielt? Stimmt doch gar nicht, oder? Warte mal, was habe ich mit Simon gespielt? Demon's Souls, Bloodborne und Sekiro habe ich mit Simon gespielt. Aber Dark Souls 1 habe ich... Doch, warte mal, habe ich Dark Souls 1 mit Simon gespielt? Doch, oder? Habe ich? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, das ist Quatsch. Ich habe auch meinen Trank nicht genommen jetzt, leider. Der hilft schon immens, dieser Tränentrank, diese Gewürzmischung. Deswegen werde ich jetzt mich mal sterben lassen. Oder auch nicht. Okay. Jo. Ja, das ist einfach zum Kotzen. Was, der bleibt auch einfach nicht stehen. Ich will die auch mal treffen. Das war so dumm. Ach, hör auf, ey. Mann, wieso kann der Elefantengeber mich die ganze Zeit treffen? Ich mache einfach überhaupt gar keinen Schaden bei dem. Null.
Es ist unglaublich schnell. Es gibt ganz wenige Fenster. Die Fenster, die man hat, die braucht man zum Heilen. Sobald man mal einen Fehler gemacht hat, braucht man die Fenster sofort zum Heilen. Ich komme kaum zum Schlagen. Es gibt ja auch eine begrenzte Ausdauer, sodass das Rollen kostet natürlich auch immer. Boah. Ich habe das Gefühl, wir sind noch eine gewisse Zeit entfernt. Vielleicht sollten wir mal wir machen Folgendes. Wir haben ja noch so viele Bosse vor uns. Ich gehe erstmal zum nächsten Boss. Und dieser nächste Boss, der hat mich so genervt. Warte, falsch rum. Wir gehen mal einen weiter. Das sind nur 5 Meter. Den habe ich noch mehr gehasst als alles andere hier, den Typ. Und ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal für den... das Großkatana. Das ist dieser Baum. Ich habe jetzt hier so ein feuriges Großkatana. Ich weiß nicht, ob der... Weil ich probiere das einfach mal aus. Probieren. Geht über das Drehen. Aber den habe ich über alles gehasst. Das ist mein Hassgegner. Noch mehr als dieser... Ja. Ah, wisst ihr auch warum. Ich weiß auch gar nicht mehr genau. Ach ja, warte mal. Der macht ja diese... Ich weiß wieder, was der macht. Das hier. Das, die Kacke macht der nämlich. Genau, das ist hart nervig. Da weiß ich nicht genau, wie ich da wegkomme. Ich weiß nicht, wie man diese Pflanzen los wird. Oh, okay. Allgemein, ja, okay. Und war es das schon? Ne, wir leben noch. Aus dem Grund. Ah, jetzt. Ich weiß nicht, wie man da sich diesen Stacheln entzieht. Gott, das ist einfach lächerlich. Oh, ich hasse den so sehr. Springen geht nicht, kannst vergessen. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach nur hart nervig. Ich weiß wieder, warum ich diesen Boss so gehasst habe. Das ist ein großer Hass. Ja, das mit dem Rollen, wenn die Dorn... Ja. Das ist nicht so einfach. Weil die sprießen ja direkt quasi aus dem Boden. Ich bin noch gerollt. Ich bin gerollt. Och, hör auf. Fuck you, einfach. Oh Gott, ich weiß, warum ich diesen Boss so sehr gehasst habe. Der ganze... Beschwingtheit von Mesmer ist einfach komplett weg durch diese beiden Hornochsen hier. Ich war ja schon mal ein bisschen weiter jetzt, einmal gegen den, aber... Alter, ich bin noch gerollt wie ein Champion. Chance. Lass mich in Ruhe einfach, Arsch.
So, wie war das jetzt? Irgendwo ploppt der auf und jetzt rennt er auf mich zu, ne? Wahnsinniger! Fuck you. Mann, schlag da auch mal was! Danke, der war mir ins Gesicht gehauen. Au, au. Hier nichts mehr. Autsch. Und die Dornrankenattacke. Alter, schlag! No, 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 no way. Weil ich eigentlich nichts mehr sehe. Ich sehe nichts mehr. Die Kamera, alles ist schlimm. Aus irgendeinem Grund lebe ich noch. Ja, aber das, jetzt kommt die fiese Phase 3. Da waren wir ja einmal schon und das ist komplett lächerlich. Okay, fuck. Nein, ich habe keine Dings mehr leider, kein Feuer mehr. Das wird das Ende sein, fürchte ich. Oh fuck. No, nicht explodieren oder sonst. Oh, warum? Ich hatte dich doch recht elegant bereits, da wo ich dich haben wollte. Och, es ist anstrengend. Oh Gott. Ich überlege, ob ich vielleicht eine... eine davon mitnehme. Ich hatte gerade keinen Mana mehr. Wenn ich noch Mana gehabt hätte, hätte ich ihn mit Feuer hauen können. Mann, selbst da hinten komme ich nicht mehr raus aus der Nudel da. Fuck you.
Nein! Oh, Mensch! Oh, wie ich nicht treffe, wie so ein... Ich wollte mich nicht heilen. Ich wollte ihn... Oh Gott. Ich wollte noch in diese Phase kommen. Ich habe ihn einfach nicht mehr getroffen. Sein Blumengesicht. Sein Sonnenblumenkopf. Ein Treffer mehr. Ich war zu trotzig gerade. Ich hatte... Es war Gier Nils. Es war wieder der Gier Nils. Ich hatte keine Bock... wirklich einfach... Ich habe es nicht eingesehen, dass ich jetzt nochmal wieder warte. Ich wollte es schnell hinter mich bringen. Ich war trotzig, weil, ich meine, es ist ja auch verständlich, je früher man es hinter sich bringt, desto weniger Schaden nimmt man. Das meine ich, wieso weicht der da aus? Boah, das war schnell. Okay, da kann man nicht weglaufen. Ja, okay, jetzt haben wir ein Problem hier gerade. Dass der Aufwärtshaken nicht trifft, ne? Da kannst du mal einfach irgendwas treffen jetzt. Gibt's doch nicht. Nein, 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 wieso renne ich denn nicht einfach weg, wenn er diese Pimmelei macht? Oh, ich glaube, ich muss einfach wegrennen, wenn er diese heilige Anrufung da aktiviert. Oh, das ist auch einfach so ein nerviger Kampf. Oh Gott im Himmel.
Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich bin auch ein bisschen blöd. Ich habe die ganze Zeit den Blutungstalismantas drin. Obwohl ich ja gar nicht mit Blutung spiele gerade. Das ist eventuell sehr dumm von mir gewesen. Stattdessen kann ich was anderes Schönes machen. Was ist das für ein Damage? Ist es Blitz oder Holy? Oder Magic? Das könnt ihr mir ruhig verraten. Welcher Art ist diese... Es müsste Holy sein, oder? Ist Holy, ne? Dann nehme ich doch lieber das noch. Wieso habe ich denn Blut die ganze Zeit drin? Das, ganz ehrlich, ich wisst ihr, was ich glaube? Das hat gerade... Ich war ja schon knapp davor. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied gemacht hat. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied gemacht hat. Wenn ich jetzt das von Anfang an geändert hätte, hätte ich den jetzt schon gehabt. Muss man sich selber ärgern. Kann ich niemand... Okay, das machen wir nochmal. Habe ich auch so eine Flask getrunken. Ach, das ist ärgerlich. Zu früh, dumm. Zu früh, komplett falsches Timing. Und ich komme nicht raus aus der Suppe. Mann, Timing off. Au, voll ungerecht. Gemeinheit. Autsch. Nein, er macht wieder Holy Moly.
Oh, er wird wehe, du kommst nochmal wieder, wehe. Wehe, du kommst jetzt nochmal wieder, dann will ich... Ja! Ha, 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 ha! Danke! Oh Gott im Himmel, diese nervige alte Kackblume. Puh. Boah, die hat mich wirklich genervt. Hei, 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 hei. Huhu. Okay, haben wir sie. Die war einfach nervig. Ich mochte sie. Und jetzt gegen drei Blumen zeitgleich, ja. Oh, zum ersten Mal gelegt, ja, zum ersten Mal gelegt. Ja, man darf nicht, das Problem ist, wenn man den Lock-on macht, ne, wenn man auf den Stamm gelockt ist oder so, man muss schon die meiste Zeit versuchen frei zu laufen oder irgendwie den Kopf anzuvisieren, weil der Kopf macht so lächerlich viel mehr Schaden als alles andere. Also auf den Kopf hauen macht mehr Schaden. Gucken wir uns mal hier ein bisschen im Bossraum um. Meine Güte, ey. Ich bin zu spät. Hat Mesmer dir Spaß gemacht? Ja, Mesmer war cool. Mesmer mochte ich. Tatsächlich. Der hat mir besser gefallen als dieser Nervboss. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Jetzt wäre so ein Moment, wenn jetzt hier im Bossraum noch was versteckt ist, könnt ihr gerne Bescheid sagen, ansonsten. Ist ja hier offensichtlich nichts mehr. Aber es war wirklich diese eine Rune, das war einfach dumm von mir, dass ich die Runen nicht benutzt habe. Ich hatte völlig verpeilt, dass ich ja gar nicht mehr Blood Damage mache. Fußball. Fußball. Danach hat es ja auch geklappt. Okay. Gut. Dann. Könnten wir eigentlich jetzt mal in diese Tafelrunde reisen. Und schauen, was wir da bekommen haben mit den Echos. Vielleicht gibt es da ja schöne Waffen abzuholen. So, gucken wir erstmal. Hallo, guten Tag. So. Warte. War die das? Ne, da ist sie. Das muss sie sein. Echo der Schattensonnenblume. Was gibt's denn da? Okay, da brauche ich 24 Stärke, 25 Glauben. Und das ist ein Zauber. Okay, die können wir beide nichts mit anfangen. Hatten wir jetzt schon... Ist das hier Mesmer? Ist Mesmer Herr der Rasen... Ne, warte mal. Ne, das... War der das? Warum heißt er denn nicht einfach so, wie er heißt? Okay, warte mal, bin ich jetzt blöd? Ist er hier Mesmer? Rasende Flammen? Der letzte, der hier, das war Mesmer? Warum steht denn das da nicht? Finde ich frech. Da steht's, Mesmer dem Fehler da.
So, was haben wir denn da? Speer des Pfählers. Den können wir sogar nutzen. Und das andere ist Mesmers Kugel. Formt Mesmers Flamme zu einer riesigen Kugel, die auf den Gegner schwebt. Natürlich für Zauberer was, ne? Mesmers Angriff. Eine wilde Abfolge von Angriffen mit einer flammenbeschichteten Speerspitze. Durch wiederholte Eingabe könnt ihr bis zu 2 Angriffe nachsetzen. Das letzte Bewegung steht schwer in den Boden, durch die unzählige Speere ringsum bilden. Oh, das ist ja seine. Sein Angriff, ne? Den können wir uns, wollen wir uns den mal gönnen? Der sieht doch ganz nett aus. Können wir sogar führen? Haben wir alles, was wir brauchen? Den nehmen wir einfach. Den Rest, weiß ich nicht, ob da jetzt noch irgendwas bei ist. Ich glaube, da ist nichts mehr bei, was für unseren... Das ist das Einzige hier, glaube ich, was noch interessant wäre. Dieses Scharlachfäulen-Ding. Das ist halt auch so ein... Eher so ein Speer. Den könnten wir vielleicht auch nochmal probieren. Aber ich lasse es erstmal so. Das wäre ja dann... Bist du da? Der hier. Ja, schon nice aus. Skillen wir den direkt hoch. Das ist halt immer die Frage, ne? Hier kann ich ihn nicht wirklich ausprobieren. Obwohl, kann ich den hier unten eigentlich ausprobieren? In der Kampfarena. Ja. Okay. Gefällt mir. Nehmen wir. Ich kann auch zu Fuß die Treppe hoch da hinten, oder nicht? Hier komme ich das. Wo komme ich denn zurück? Zur Tafelrunde hier? Ja. Den leveln wir mal hoch, der gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ob ich von allen Schmiede. Ich bin hier falsch. Von allen Schmiedesteinen genug habe. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden, sonst kaufe ich welche nach. Nee. So. Hallo. Ich habe was zum Aufleveln dabei. Es geht ab. Ja, sieht doch ganz gut aus. So, jetzt ist die Frage, ob wir da schon den... Es gibt hier, ich habe nur noch 3 Drachendunkelschmiedesteine für den letzten finalen Tropfen. Und der ist ja für alle Waffen gleich. Also es gibt ja diese Dunkelschmiedesteine und die anderen Schmiedesteine, das sind unterschiedliche Kategorien, aber der letzte Schlussstein ist für alle gleich. Da habe ich nur noch 3. Gibt noch ein paar mehr im DLC, ja, okay. Dann können wir das ja eigentlich noch machen, wenn wir noch 3 haben. Ach, die Endsteine sind auch unterschiedlich? Ah, okay. Gibt 2 unterschiedliche, habe ich Quatsch erzählt. Ich dachte, das wäre der letzte, wäre immer der gleiche. Niemals maxen. Nee, ne? 2 unterschiedliche. Wir probieren den mal ein bisschen aus. Und wenn wir den auf Dauer richtig geil finden, dann werden wir den ausmaxen. So habe ich es bisher immer gehalten. Weil man kann halt nicht jede Waffe bis zum Anschlag powern. Und wenn die aber Spaß macht, dann werden wir die häufiger nutzen. So, jetzt haben wir 2 Bosse gemacht. Lass mich mal gucken. Wir haben noch sehr viel zu tun. An sehr vielen Orten. Wir haben immer noch halt dieses Rüsseltier. Ich frage mich gerade, ob die Quest noch weitergeht. Mit ihm. Wo ist er jetzt hin? Das ist die Frage. Die Quest geht ja noch weiter. Wo ist er hin? Er will ja diese ganzen Bosse platt machen.
Waren wir hier eigentlich schon? Also hier können wir noch lang. Den Baum verbrennen. Hier ist der Baum. Aber ich glaube, den Baum will ich... Also ich könnte das jetzt machen. Hierhin, hier habe ich mir extra so ein Zeichen gesetzt, weil da hatte ich den Baum schon gefunden, den ich verbrennen soll. Aber ich glaube, ich will damit noch warten. Vielleicht gibt es dann Sachen, die dann nicht mehr funktionieren, wenn ich den einmal platt gemacht habe. Ich würde so gerne diese... die Kartenstücke finden. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich habe doch eigentlich schon alles probiert. Das andere Teil würde ich auch gerne finden, das hier. Aber da habe ich noch nicht mal den Ort. Aber hier habe ich den Ort und weiß einfach nicht genau, wie ich da rankomme. Irgendwo muss man da runter können, ja. Aber wo? Ich habe das schon mehrfach versucht. Ich glaube, hier bin ich ja... Ich weiß nicht genau, wo ich da am besten... hier. Ich gehe mal hier mal raus. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe das Ding ist. Geografisch am nächsten dran erstmal. Also da kommen wir trotzdem nicht hin. Ich glaube, wir sind hier einfach nicht... Ja. Ei, ey. Scheiße. Teddybär. Warte doch mal. Ich will mich erstmal orientieren. Können wir mich mal in Ruhe lassen? Kurz. Och, Johnny. Okay, pass auf. Mein Liebster, das tut mir wirklich fast schon leid. Ja, hier komme ich nicht hoch. Das ist alles, das hatte ich schon mal probiert, glaube ich. Oder? Ja, genau, da war ich. Und das Ding muss ja da oben sein. Da muss ja irgendwo das Kartenstück sein. Also das... Ja, das, genau das hatten wir schon mal gemacht. Also entweder wir kommen von hier unten oder wir... ich habe echt wirklich keine Ahnung. Ich müsste einfach auf gut Glück hier so rumreiten. Ich meine, ich müsste noch eine Ebene höher kommen. Okay, pass auf, Leute. Da ich jetzt schon mega lang dieses Kartenstück gesucht habe und nicht gefunden habe, könnt mir gerne sagen, von welcher Gnade aus ich da hinkomme. Sonst suche ich noch eine halbe Stunde und ich will ja auch, ich will das finden, aber ich habe auch keine Lust, euch die ganze Zeit mit dem Suchen zu nerven. Von hier vielleicht. Rau. Küche der Knospe. Küche der Knospe. Du Scheiße, von hier? Das ist die Passage zum Baumkult. Hm.
unter dem See. Unter welchem? Unter dem hier? Große Brücke im Norden? Oder diese hier? Nee. Das Problem ist so ein bisschen der, bei den zwei Seen und dann straight nach Norden. das ist einfach der, der Delay ist halt echt schwierig. Ich bin dann schon mal längst woanders. Das ist halt das Problem, ne? Er hier oder was? Ruin von Mord. Okay, pass auf. Ruin von Mord. Ah, die habt doch gesagt, die zwei Seen. Es gibt aber Brücke zum Dorf. Ich hab die nicht. Da, Ruin von Mord. Okay, und dann? Ja, aber mal schauen. Okay, dann reiten wir mal nördlich. So, ist die Frage. Der See hier, meint ihr den See? Durch den See, na gut. Versohlt ihm richtig den Hintern, ne? So, einfach weil ich den frech finde. So, jetzt wollen wir zum See. Das wäre dann dieser See hier. Hier sind die Tentakel Boys. Hallo Leute. Oh, da ist ein Durchgang. Ah, was ist denn hier? Hier ist ja sogar noch ein geiles Item. Aha. Aha. Oh, ist ja noch ein Item. Und eine freche Blume. Mehrere. Freche Blumen. Oh, wenn die nicht wären, wäre das hier richtig idyllisch. Wer seid ihr? Tempelpriester des Grauens? Au, ey, das warte mal. Okay, die lassen sich einfach überhaupt nicht von hier beeindrucken. Schieß dich raus. Ich kann die gar. Die spammen einfach krass. Seid ihr völlig wahnsinnig? Die Spam-Boys. Aber ich habe jetzt eine Taktik entwickelt, wie ich mit unfreundlichen Leuten umgehe. Und zwar habe ich dafür eine Waffe selber gebaut, die sich mit denen auseinandersetzt hat. Wobei die haben wahrscheinlich Holy, aber ist mir egal. Tschüss. Heilung aus der Ferne. Hallo? Da. Okay, hier geht's rauf.
Meine Seelen habe ich eingesammelt, ne? Das ist vom Elden Beast hier sozusagen die Waffe. Okay, hier geht's in diese grüne Pampe. Aber ein weirder Weg. Ist da noch ein Tunnel hier irgendwo? Nein, die kann man natürlich nicht selbst bauen. Ich habe Quatsch erzählt, aber die kann man sich mit dem Echo des Elden Beasts holen. Also, to be honest, ich bin mir nicht sicher, dass das jetzt hier richtig ist. Dieser Weg. Ich muss irgendwo an. Darunter in die siebten. Oh, warte mal, das ist ein Item. Parfümerkapuze. Ja, okay. Na gut, das ist aber der einzige Ausweg hier. Dann müssen wir da lang. Runter in die Suppe hier. Hallo. Ein giftiger Moosling, wenn das nicht was Schönes ist. Wir schauen uns hier erstmal in Ruhe um. Was es hier so gibt. Wilder Abgrund. Ah, vielleicht gibt es hier so einen Sprungtornado. Ah, die lassen wir mal in Ruhe. Kein Bock jetzt gegen die ins Felde zu reiten. Ja, warte mal. Du bist doch ein Freund. Hallo. Oh. Dankeschön. Ja, wir sind echt Buddies, ne? Das ist ja freundlich. Eine schöne eingelegte Leber. Ja, das erweitert doch unser kulinarisches Portfolio. So, da sind wir diese Geier. Ja, steigt in die Lüfte empor, mir egal. Ist hier irgendwas, ein Item an dem Bogen versteckt? Oh ja. Grabvogel. Tschüss. Kann mir keiner erzählen, dass die Waffe nicht geil ist. Komm, müsst ihr auch mal jetzt ehrlich zugeben. Das ist schon ein bisschen Fun-O-Fun. Bin ich jetzt vergiftet? Warum? Das finde ich nicht fair. Habe ich irgendwas zum Entgiften? Okay, dann schauen wir mal weiter. Kommen noch mehr von diesen Freunden. So. Ey, hör auf jetzt. Was fällt euch ein? Schmiedesteine kann man immer gebrauchen. Der ist aus Stein. Oder der tarnt sich. Kann natürlich auch sein, dass er Angst hat. Tarnt sich jetzt als Stein. Also jetzt befinden wir uns hier langsam auf einem Pfad, der vielversprechend erscheint. So rein von der Richtung her. Fuß von Rau. Ich finde, hier sollte demnächst mal... Da ist eine Gnade. Ich wollte gerade sagen, hier sollte demnächst mal eine Gnade sein. Hier sieht es wieder einigermaßen okay aus.
Wie so eine grüne Giftsuppe. Ich glaube, da hinten ist es schon. Okay, da musste man den Eingang in dem See finden. Das kann man finden, wenn man sehr gründlich überall sich umsieht. Aber wenn man das irgendwann so viele Orte gesehen hat und nicht mehr genau weiß, wo man schon war und wo nicht, dann wird es schwierig, diese kleine Passage auch zu finden. Ach du Scheiße, was bist du denn? Nee, ich bin noch extra hier, was soll denn das? Oh fuck, ey, das hab ich jetzt nicht gewusst. Ich muss ja jetzt auf seinen Kopf schlagen, aber ich mach das einfach nicht. Oh, da kommt noch ein zweiter von den Boys. Oh, okay, der hat eine recht große Waffe, alles klar. Fürchtet. Alter, was soll denn das? Das ist gegen mein Pferd gewettert. Okay. Oh no, 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 no. Feuersbrunst. Au, das ist schmerzhaft. Ey, hör mal auf jetzt. Ah. Au. Das arme Pferd einfach gerufen, um zu sterben. Du kannst dich unter deinen Beinen hauen, das ist... Mein Pferd ist schon wieder komplett... mein Pferd fühlt sich komplett verarscht. Sagen wir ehrlich, wie es ist. Ja, okay. Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, das ist auch das falsche Schwert. Wir nehmen mal... Haben wir eigentlich irgendwas Blitziges? Was nehmen wir denn? Vielleicht können wir mal unsere neue Waffe gegen den ausprobieren. Oder die hier. Was machen die? Magiefeuer? Nee, das ist... Ich glaube... ich glaube, Blitz wäre nicht schlecht gegen die. Ich glaube, alles, was so hart ist, so ein bisschen, das wäre so, ist so blitzig gar nicht schlecht. Sollen wir mal... kurz... was Blitziges, ich weiß nicht mehr. Ah, guck mal, erstmal können wir das machen. Das ist schon mal richtig großartig. Wir sind schon mal auf 12. Und dann lass mich mal eben gucken, wo ist. Ich habe hier ein Katana. Was habe ich da drauf? Das Eisding. Also, wenn ich jetzt da ein Blitzding draus mache, was haben wir denn hier Blitziges? Donnerblitz, Blitzbolzen, Blitzbock.
Weiß ich auch nicht, ist das cool? Das ist heilig. Das klingt, glaube ich, ganz lustig. Und dann... Blitzbolzen? Ja, aber die Frage ist, ob es gegen den so gut ist, ne? Ich meine, es klingt sehr nice, aber ich hänge ja eher an seinen Füßen. Ich probiere mal eben das. Das andere können wir nochmal just for fun ausprobieren. Und wir sind schon auf A. Ja, nehmen wir aber einfach... Bleiben wir bei solide. So, und dann müssen wir es natürlich auch noch ausrüsten. Und dann können wir jetzt auch noch ein zweites theoretisch ausrüsten. Blut ist wahrscheinlich Quatsch. Was wäre, wenn wir... Kann die irgendwas? Ach so, dann, okay, das ist alles. Ja, okay, das ist vielleicht dann auch ein bisschen lame. Oder? Ich wollte ja eigentlich, ich hatte gehofft, dass ich die genauso geblitzt bekomme wie diese andere Klinge, wenn ich da Feuer drauf setze. Aber ich habe nichts, die bleibt offensichtlich nicht blitzig. Ich habe nichts, was die Klinge beblitzt. Das ist natürlich schade. Das wäre ja eigentlich mein Wunsch gewesen. Ja, das ist ganz nice, aber hilft mir jetzt gegen den Typen. Das ist nicht das, was ich wollte. So, lass uns mal bei dem bleiben und machen es mal auf blitzend. Was passiert jetzt? Da habe ich auch keinen. Mache ich zwar Flame, mach ich, weiß nicht, ob ich jetzt Blitzschaden mache. Ja, gut. Wir probieren mal den Spaß aus. Komm. Ja, oder wisst ihr. Nee, pass auf, ich habe noch eine andere Idee. Pass auf, ich habe noch eine ganz andere Idee. Und zwar, das ist ein guter Impuls gerade aus dem Chat. Und zwar, ich hatte mir extra eine gebaut. Und zwar eine Keule. Ich glaube, die sind gegen Keulen. Die hier, was habe ich darauf gesetzt? Die Felsklinge. Probieren wir die mal aus. Und wenn wir die dann zweihändig nehmen, komm, probieren wir einfach mal aus. Mal gucken, ob die geil ist. Boah, ich bin ganz schön weit entfernt. Ach, warte mal. Nee, doch, da sind die wieder beide. Cool, ich meine, die anderen hatten wir auch relativ schnell. Aber mein Pferd muss sich so verarscht vorkommen. Wo habe ich denn meine Seelen verloren? Da. Die wollen wir uns erstmal zurückholen. So, okay. Ja. So, was ist jetzt der beste Ort, um drauf zu kloppen? Hier? Die Brust?
Ich weiß es nicht. Fand ich ganz gut. Da oben ist so ein Item gewesen von dem anderen Typ. Doch die Keule hat gut funktioniert. Weil das war ja ein Steinboy und ich habe ja extra genau für solche Steinis irgendwann mal diese Keule gelevelt. Für teures Geld. Was ist da hinten Rotes noch? Hatte ich nicht irgendwo noch ein Item liegen gelassen? Ja, ich frage mich, wenn der so umfällt und so und dann diese Brust leuchtet, ob ich da einen... Ah, hier war das. Ob ich mit R1 quasi einen schönen Hieb verteilen kann, das weiß ich gar nicht genau. Ist jetzt auch noch nicht so oft probiert. Aber das würde sich ja schon anbieten. Dass man da so sich vorstellt, R1 drückt und dann so richtig ins Eingeweide reinkloppt. Aber das hat ja auch jetzt erstmal so funktioniert. Ist hier vielleicht jemand mit einem Topf? Die sind ja alle untot, ne? Ist ja Holy Damage eigentlich genau das Richtige. So ein komischer, so eine Eule. Da oben ist ein Item. Gucken wir mal hier hoch. Da geht es auch irgendwie noch durch, da an dieser zur rechten Seite. Da hinten müsste das Kartenstück sein. Ich lunz mal kurz rein. Ich will jetzt gar nicht so weit mich vom eigentlichen Weg wegbewegen. Ich wollte nur mal kurz gucken. Aber okay, hier müsste doch dann Feierabend sein auch gleich. Warte mal. Was ist denn das hier für ein Pfad? Das gucke ich mir gleich an. Erstmal hole ich mir das Kartenstück. Ich frage mich gerade, ob ich diesen Pfad auch hätte nehmen können. Oh ne, du nicht. Ach guck mal, das ist tatsächlich so ein Hüpfding. Da kommt man noch nach oben. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Holen uns das Kartenstück. Finally. Oh, sehr gut. Ahaha, das sieht auch schon sehr viel schöner aus. Guck mal, das gefällt mir. Also. War das hier der... Nee, warte. Hier muss es gewesen sein. Das heißt, hier kann man durchreiten oder wie? Wir werden sehen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Errungenschaft, nämlich dieses Kartenstück, nachdem ich lange gesucht habe. Wir machen eine klitzekleine YouTube-Pause. Ist nicht so einfach zu finden, wenn man das nicht weiß, ne?
Wir haben eine klitzekleine YouTube-Pause. Ich gehe mal nämlich kurz auf Klo. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Beziehungsweise gleich live. Je nachdem, wo ihr gerade schaut. Macht's gut. Tschüss, Leute.